Edgar Salis, Sportchef beim ZSC. Heute 80 Jahre Jubiläumsfeier. Du spielst bereits seit dem 95, hast beim Z gespielt, jetzt Sportchef. Wie hast du die Zeit in Erinnerung zwischen 95 und 97, wo der ZSC noch der ZSC war? Gut, es sind gute Erinnerungen, wenn ich daran denke. Es war eine sehr emotionale Angelegenheit. Also, die Stimmung in der Halle war sehr emotional, ob wir jetzt gewonnen haben oder verloren haben. Es war recht speziell, auch noch früher mit dem Holz, mit dem Lärm, wenn die Fans den Boden gestampft haben und der Rauch und alles. Also, noch gute Erinnerungen. Dann ist die Fusionierung GCZSC, du hast weiterhin da gespielt. Dann ist es 99-2000 gekommen, wo den Fans den ersten Meistertitel seit 39 Jahren geschenkt haben. Ich sehe, da gehen wieder Erinnerungen rauf. Was führt dich? Auch nur gute. Ich habe eigentlich das Glück, dass ich im ZSC nur gute Erinnerungen habe. Wenn ich an die Vergangenheit und auch an die Gegenwart denke und ist alles eigentlich, wenn ich zurückschaue, jetzt die letzten 15 Jahre oder 17 Jahre, ich bin nicht im 93 auf Zürich gekommen, ist eine super Zeit gewesen und ich hoffe, es geht so weiter. Wie viel Kontakt hat man noch zu den Leuten, die nicht gerade im näheren Umfeld sind, wie Segi oder Sulander von der Meistermannschaft? Ich habe regelmäßig Kontakt mit Zeiti, Micheli, Jax, Baldi. Einfach so die Meisterjahrmannschaft. Dort habe ich doch regelmäßig Kontakt mit den Spielern. Dann sind die zwei Jahre mit dem Meistertitel. Dann im 05-06 ist der Rückschlag gekommen, Playout-Final. Das ist die kürze Geschichte. Dann kommt wieder der Aufschwung, Victoria's Cup, Champions League-Titel und du 2009 als Sportchef. Ist der ZSC für dich Beruf oder Berufung momentan? Ist beides. Sicher ist mein Job und für das ich bin angestellt, um gewisse Sachen zu machen in dem Club. Das ist ein Fakt, ich kriege auch Lohn da und von dem her ist es mein Job. Aber ich habe das Glück, dass ich können meine Berufung eigentlich zum Job machen konnte. Gut, besten Dank, Edgar Salis. Viel Spass heute. Sehr kurz nach dem Spiel, wir haben 6-2 gewonnen, wir wollen gar nicht über Spieler reden, sondern mehr darum, um die ganzen Umstände. Ein super Choreo am Anfang, 80 Jahre Jubiläum. Was sagst du dazu? Ja, es war wirklich ein super Event. Ich meine, es ist lässig für uns Spieler, vor so vielen Leuten, die mit dieser Choreo und mit dieser Stimme können spielen können. Das war wirklich grossartig. Ich denke, es war auch lässig für die Fans mit diesen Lieblingen und mit dem ganzen Event rundherum. Und es war sicherlich gut für den Club. Ich meine, wir konnten heute Abend können wirklich Werbung in eigenen Sachen machen. Und ich glaube, das ist uns auch einigermaßen gelungen. Du spielst schon seit x Jahren im ZSC, bist Captain. Rückblickend, was sind die schönsten Momente für dich? Ja gut, das ist relativ klar. Ich meine, es sind sicherlich die drei Meistertitel und Champions League-Sieg und Victoria Cup. Ich meine, das sind sicherlich die Highlights, die rausstechen. Der erste Meistertitel seit 39 Jahren, 99-2000, ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her. Eine lange Geschichte, es sind Zeiten vergangen, es sind junge gekommen. Wie viel Kontakt hat man noch zu den vergangenen und zu den ehemaligen Spielern, außer dem Sulo und vielleicht noch am Etki, die da im Club sind? Ja, aber es ist logisch, gehen die Wege manchmal ein bisschen auseinander, aber ich glaube, wir hatten wirklich dort mal einen sehr guten Teamgeist gehabt und dann ist es auch so, dass das dass Freundschaften bleiben, auch nach der sportlichen Karriere. Und wir haben sicherlich noch Kontakt untereinander und sehen sich nachher vor ab und zu. Besten Dank, Matthias Segen. Schönen Abend.